Zusammen und willkommen zum neuen Video. Ich hatte gedacht, ich mache euch dieses Design. Also ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Ja, aber ich zeige euch das allerdings an einem Tipp, weil ihr seht, meine Nägel sind ja schon fertig. Also ich finde es süß. Ich mag es ja, wenn es nicht so schlicht, also wenn es nicht so schlichtes French ist. Und ich habe mir gedacht, um mein Nagelbett ein bisschen optisch zu verlängern, mache ich die French-Spitze halt so klein. Weil ich finde, dann kommt das ein bisschen. Also dann sieht mein Nagel optisch ein bisschen gestreckt aus, weil ich ja sonst so kleine dicke Wurstfinger habe. ja, wenn ihr das Video sehen wollt, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Bis gleich. So, dann würde ich mal sagen, starten wir mal. Und zwar, ich habe den Nagel jetzt schon vorbereitet. Also er ist jetzt natürlich nicht so spitz wie meiner. Es ist halt ein bisschen schwierig, den ein Tipp zurechtzufeilen. Finde ich, weil man halt, ja, man kann den nicht so gut halten. Also ich habe da immer echt Probleme mit. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, ich weiß nicht, ob ihr es hört, dieses Gerausche und Geblubber. Ich habe hier ein Aquarium stehen. Und die Pumpe, die ist ein bisschen extrem laut, aber nur manchmal. So, wie gesagt, den Nagel habe ich schon angeraut, zurechtgefeilt und wir fangen jetzt an mit der sogenannten Haftschicht. Ich nehme dazu wieder das von Fingerspitzengefühl, Extreme Cream Bond Phase, weil ich einfach finde, ich finde, das ist haltbarkeitsmäßig echt toll. So, und falls ihr euch wundert, dass ich so lange schon keine Videos mehr gemacht habe, bei uns zu Hause ging es ein bisschen drunter und drüber. Ein wenig Stress gehabt. Und da kam ich nicht zu, irgendwelche Videos zu machen oder sonstiges. Nehmt es mir echt nicht übel. So, also wie gesagt, wir fangen an. Ich muss eben gucken, dass ich hier ein bisschen um die Kamera rumarbeite, damit ich auch noch was sehe. Ich will ja nicht ganz blind arbeiten. So, das wird aufgetragen. An euren Nägeln würde ich das jetzt, also massiert man das jetzt ein. Wird das jetzt, seht ihr das? So. Das kommt dann jetzt für 2 Minuten in die Lampe zum Aushärten und dann hole ich euch so wieder zurück. So, dann geht es auch schon weiter. Und zwar mit dem Make-up-Gel. Ich habe das. Es sieht ein bisschen schmuddelig aus. Nehmt es mir nicht übel. Ich habe das von Jollyfeen. Limited Edition. Das gab es damals 15 Milliliter für, ich glaube. Oh je, lasst mich nicht lügen. 6 Euro oder so. Also auf jeden Fall war es nicht teuer. So, dann mache ich das so, weil ich habe das meine French angedockt bei mir. Und zwar streiche ich mir hier oben ein bisschen was hin, so wie ich das haben möchte. Also so hoch, wie ich das haben möchte. Gehe dann schon mal ein Stück runter. Nehmen wir noch mal was von dem Make-up-Gel nach. Und dann müsst ihr ein bisschen flink arbeiten, weil das ist halt ziemliches Rutsch-Make-up, also das verläuft euch sofort in irgendwelche Ecken. Also so zum Standfest ist es nicht. So, dann mache ich mir das so, wie ich das haben möchte. Ziehe dann den Rest, der da überbleibt, den ich da nicht haben will. Ziehe ich mir nach hinten. So, dann gucke ich mir die French an. Oh, Moment, ich bin auf dem Bild, merke ich gerade. Ich muss mal eben mein Schlauch zuholen. Schmier ich den Rest ab. Und dann gehe ich hier vorne nochmal hin. Mein Pinsel nach. Weil ich möchte die ja schon an den Seiten ein bisschen höher gezogen haben. Also ich mir das so. Das ist ein bisschen schräg, sehe ich gerade.
So, dann mache ich das schnell in die Lampe, damit es mir nicht verläuft und ich gleich nochmal irgendwie anfangen muss. Ja, und wenn das dann ausgehärtet ist, hole ich euch so wieder dazu. So, es ist ausgehärtet. Also es ist ein bisschen verlaufen wieder, wie man hier sieht. Sieht. Oh, schwieriges Deutsch. Jetzt befeile ich mir die Ecke hier unten ein bisschen, sodass das dann wieder ungefähr gleichmäßig ist. Weil wir ja, wir können natürlich auch mogeln, indem ich dann einfach das ein bisschen drüber male. Ich versuche mal, ob ich das hinbekomme. Moment, ich muss mal eine Feile holen. Am besten ist das mit so einer kleinen Feile, finde ich. Ich weiß nicht, ob das geht. Ein bisschen schwierig hier. Jetzt flutscht es mir noch ab. Also ich glaube, ich werde das eher so machen, dass ich das so ein bisschen nachputsche. So wie ich hier nacharbeite. Moment, ich muss ja irgendwie dieses Ding hier wieder festmachen. Also ich weiß eins, ich glaube, ich werde das nächste Mal einfach festkleben. Das ist nämlich echt viel Arbeit. So, dann kommen wir jetzt zur French-Spitze. Das habe ich mit dem Heartbeat-Gel gemacht von MPK-Nails. Weil ich einfach finde, also ich finde das Gel toll, die Farbe. Obwohl der Rot nicht so meins ist. Aber wenn das nur so ein bisschen ist, finde ich das nicht weiter tragisch jetzt. So. Ich mache das immer mit dem Dotting Tool, weil ich damit einfach besser komme. Spotty Dotting Tool. Wie auch immer man das sagt. Ich finde einfach, man kann präzise damit arbeiten. Ich komme mit dem Pinsel, ich habe schon öfters mit dem Pinsel versucht, mit so einem dünnen Pinsel. Aber irgendwie ist das nicht so mein Ding. Da komme ich nicht mit klar, als wenn ich das hier mit dem Dotting, Spotty Dotting Tool mache. So, so haben wir das erstmal. Dann noch ein bisschen Nacharbeit. Ein bisschen. Ja, ich habe einen Tattrigel, merke ich gerade. So, wenn ihr so weitwegs zufrieden seid, könnt ihr das, was euch nicht so gefällt, am besten, ich nehme jetzt meinen Fullcover-Pinsel, besten etwas hinschieben. Oh. So wie ihr das haben möchtet. Dann nochmal ein wenig das, was blöd geworden ist, ein bisschen nacharbeiten. Und ich würde mir mit dem French, könnt ihr euch echt Zeit lassen, weil es soll ja nachher nicht aussehen wie hingeklatscht. Jetzt mache ich das Rot hier eben ein bisschen weg. So, wenn ich jetzt keinen Knick in der Pupille habe, würde ich jetzt sagen, wir lassen das so. Es sieht schon ganz gut aus. Hier an der Seite kann ich jetzt noch ein bisschen hinsetzen, wenn mir da was fehlt. So. Ja, so würde ich das jetzt grobes halber lassen. Gut, dann kommt das jetzt
auch für 2 Minuten. Sieht ein bisschen schräg aus in der Kamera. Ne? Ich habe meine Brille nicht auf. Sieht das ein bisschen gerade aus jetzt? So, also das würde ich jetzt aushärten für 2 Minuten. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. So, ich härte das jetzt für 2 Minuten aus und dann hole ich euch wieder dazu. So, es ist ausgehärtet. Und jetzt machen wir weiter mit dem Aufbau. Ich nehme dafür... man kann es... Moment. Das Aufbaugel Mittelviskos von MPK. Das fällt alles um. So, also man merkt, ich bin Amateur. Hilfe. So, ich nehme mir dann erst eine relativ kleine Schicht und bilde mir dann somit eine Fließschicht. Ich gehe einmal über einen kompletten Nagel damit drüber. Ich muss mal aufpassen, dass ich dieses blöde weiße Ding hier nicht mit einsau. So. Jetzt nehme ich mir eine größere Menge und fange an zu modellieren. Also ich mache das immer so, ich drücke das nach hinten. Ich lasse aber vom hinten am Nagelrand. Also am Nagel, weil lasse ich immer so 1 Millimeter Luft, weil ich das dann nachher im Nachhinein echt besser befeilen kann. Und ihr habt dann diesen scharfen Übergang nicht so. Also so sieht jetzt mein Aufbau aus. Es ist zum Glück schon so ein Krallentipp, da braucht man dann nicht so viel Aufbau machen. So, den stopfe ich jetzt nochmal 2 Minuten in die Lampe und dann hole ich euch wieder zurück. So, also der ist jetzt fertig ausgehärtet. Nun mache ich mir die Schwitzschicht ab. So. Und hoffe, dass der Nagelbefallen gleich hält. Sonst muss ich mal eben. Also muss ich gleich gucken, dass ich den irgendwie festklebe oder so. Ich meine, so viel muss ich ja auch nicht befallen. Das reicht, wenn ich mir die Seiten. Jetzt bin ich da drunter. Die Seiten ein bisschen befeilen. Oh Moment, ich muss mal eben dieses blöde Ding festkriegen. Ich komme sofort wieder. So, jetzt sollte es halten. Ich habe den jetzt einfach mit Nagelkleber festgeklebt. So, dann feilt ihr euch eure Form wieder zurecht, falls ihr irgendwo was da vorne ein bisschen zu viel habt. Dann gehe ich immer hinten und feile erst hinten den Übergang, damit ich dann schön sauberen Übergang habe. Seiten. Ein bisschen runter. Ups. Dann gehe ich einmal so komplett über den Nagel. Mach das auch von der anderen Seite. Also ich weiß, beim nächsten Mal werde ich den Tipp anders aufgeben, weil das ist ja echt ein Zustand hier. So. Dann gehe ich ein Stück nach vorne. Fallen mir alles so weit zurecht. Also ich würde sagen, dadurch, dass wie gesagt, dass der schon so unterneigt, lasse ich das jetzt so. So. Wenn er dann, ich klebe fest, wenn er dann fertig befallt ist, ganz wichtig, das habe ich letztens vergessen, entfernen wir den Staub und dann geht es auch schon los an dem Design, an das Design. Moment, ich muss euch mal ein bisschen schärfer stellen. Ja. Ich liebe ja diese Kamera, ne, wirklich.
Man sieht nämlich gar nichts. Moment. Ich muss das mal eben. So, besser. Viel, viel besser. So, und zwar für das Design habe ich zuerst halt diese weißen Striche gemalt, so wie ich die haben möchte. Und dafür nehme ich das Premium Extreme White von Fingerspitzengefühl, weil ich einfach finde, dass, also ich habe das auch mit dem anderen Weiß gemacht, das kann ich euch lieber zeigen, aber ich finde, mit dem sieht das einfach besser aus. So, dann nehme ich mir einen dünnen Pinsel, womit ich die Streifen malen kann. Und fange dann einfach an, wahllos irgendwo einen Streifen hinzusetzen. Ich hatte das, hatte ich das nach unten gemacht? Moment, der ist blöd geworden. Also, auf ein neues. Der ist schon viel schöner. So, und dann setze ich mir, also ich habe mir auch nur zwei hingesetzt, weil ich sonst finde, dass das echt zu viel des Guten, Guten wird. Zweiten setze ich mir dann so da drüber und verziehe dann auch so nach oben. Das lasse ich jetzt allerdings nur kurz anhärten, weil ich das Gefühl habe, wenn das nur kurz angehärtet ist, dann haftet das Glitzer besser, weil ich möchte das Glitzer ja nicht in die Schwitzschicht oder sonst irgendwo einlegen. Also nur kurz, 5 bis 10 Sekunden circa, würde ich das jetzt auch nur anhärten lassen. In der Zeit, wo das anhärtet, mache ich schon mal das Glitzer auf. Das ist halt das, was ich euch schon mal gezeigt habe, das von MPK. Ich wollte das auch mit dem Blauen versuchen. So, dann hole ich das raus und gebe das Glitzer mit einem Fächerpinsel so da drauf. Weil ich einfach finde, dass es jetzt, wenn das noch nicht ganz ausgehärtet ist. So, den Rest, den Überschuss vom Glitzer macht ihr ab. Und so sieht das dann schon aus. So, und jetzt packe ich das für die restliche Zeit noch in die Lampe und hole euch dann gleich wieder dazu. So, jetzt ist es ausgehärtet und so sieht es dann aus und jetzt versiegeln wir das Ganze noch. Ich versiege das mit dem Brilliant Quick Finish von MPK. So. Ups. Entschuldigung. Da brummt das Handy. Also ich habe das jetzt auch nicht irgendwie, das war jetzt nochmal irgendwie glatt geraut oder sonst irgendwas, weil ich finde das ganz nett, wenn das so ein bisschen absteht, so ein bisschen 3D-Effekt ist. So schön ummanteln vorne. Ganz wichtig, damit euch vorne nichts abplatzt. So und so würde der Nagel dann versiegelt aussehen. So, den packen wir jetzt 2 Minuten in die Lampe. Und der härtet, wie ich ja schon letztens erwähnt hatte, ohne Schwitzschicht aus, der Versiegler. Ich würde ihn aber trotzdem abkühlen lassen, bevor ihr dann nochmal, falls irgendwas irgendwo hingelaufen ist, bevor ihr das dann befeilt. Ja. Und so ist es dann fertig. Also was ich vorhin meinte, ist mit dem Extreme Weiß. Also ich finde, man sieht den Unterschied, das ist ein bisschen dunkler. Im Gegensatz zu den anderen. Das hatte ich nämlich mit anderen Weißen gemacht. Und ich fand das dann halt ein bisschen besser, ne? Ja, so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Also ich finde, das macht schon was her. Man hätte es vielleicht nicht auf jedem Finger machen müssen, aber mir gefällt es so. Ich fand es toll. Ich habe mich ein bisschen vertan. Ich habe den außen gemacht, anstatt innen. Aber macht nichts. Macht das auch nochmal so ein bisschen, ne? Also ich finde es schön. Ich finde das auch schön, wenn zwei so voll mit bei sind. Weil ganz French. Im Moment bin ich mehr so der Vollfarben-Typ, also Vollkörper-Typ. Ja.
So, ich lasse das jetzt noch zu Ende aushärten und dann kommt ihr wieder zurück. So, der ist ausgehärtet, der Nagel. Und so ist das Endergebnis. Also ich finde, der sieht natürlich nicht annähernd so schön aus, weil er das nicht so spitz geworden ist. Aber so sieht es dann aus. Und hier könnt ihr das sehen, das hat so einen kleinen leichten 3D-Effekt. Weil natürlich die Streifen so ein bisschen abstehen. Aber ich finde es schön. So, also das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.